den, dass die Menschheit an einem kritischen Punkt im Hinblick auf Biowaffentechnologie steht. Wir sind in diesem Moment in Gefahr. Unsere Kinder könnten eine biologische Katastrophe erleiden. Und das ist mein Ernst. Der erste Akt von biologischem Terrorismus im 21. Jahrhundert hat mich auf diesen Zickzackpfad gebracht. Der Versuch, einen Sinn in diesem Angriff zu finden, hat mich auf eine Odyssee um die ganze Welt geführt, auf der ich in die düstersten Geheimnisse einer düsteren Welt eindrang. Und jetzt, wo ich wieder auf afrikanischem Boden bin, erkenne ich, wie enorm der Albtraum ist, in den wir eingetreten sind. Wenn meine Reisen mich eines lehren, dann dies. Wenn es um Bioterrorismus geht, sind die Terroristen nicht diejenigen, die man erwarten würde. Es kam per Post. Wenige Wochen nach dem 11.09. Neue Terroranschläge. Zuerst in Florida, dann in New York und Washington. Milzbrand oder auch Anthrax. Es verbreitete Angst und Panik im Land. Drei Nachrichtensender und zwei Zeitungen erhielten Briefe, die Anthrax enthielten. Ein Mann ist tot, zwei Menschen sind in Behandlung. Jemand hatte Briefe, die mit dem tödlichen Pulver gefüllt waren, an die Medien und an US-Senatoren geschickt. Präsident Bush konnte nicht ausschließen, dass Bin Laden hinter der Sache steckt. Und zum ersten Mal in der modernen Geschichte wurde der Kongress der Vereinigten Staaten geschlossen. 5 Menschen starben, 22 infizierten sich und das ganze Land wurde von einer bösen Vorahnung gepackt. Der 11. September und die Anthrax-Anschläge auf den Kongress waren ein Doppelschlag gegen unsere Republik. Wir waren damals ziemlich nervös. Das war ja kurz nach dem 11.9. Die Menschen fühlten sich wie im Belagerungszustand. Alle waren überzeugt, dass die Welt es auf uns abgesehen hatte. Und plötzlich gab es das Anthrax. Der Anschlag war ziemlich gut durchdacht. Im Prinzip war der Anschlag gegen uns alle gerichtet. Da er über das Postsystem lief, hätten die Spuren zu jedem nach Hause gebracht werden können. Jeder erinnert sich an den Schrecken der Twin Towers. Aber die Anthrax-Anschläge sind praktisch aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Die Opfer, Bob Stevens, ein Bildredakteur einer Zeitung in Florida, Thomas Morris und Joseph Corsine, Mitarbeiter von US Postal aus New Jersey, Ottilie Landgren, eine Großmutter aus Oxford, Connecticut, und Cathy Nguyen, eine vietnamesische Krankenschwester aus der Bronx, starben und wurden begraben. Und ich fragte mich, warum diese ganze Geschichte von Bioterrorismus ebenfalls begraben worden war. Die Untersuchung der Anthrax-Anschläge war die größte in der Geschichte des FBI. Unter dem Codenamen Ameritrax erstreckte sie sich über 6 Kontinente. Mehr als 9000 Menschen wurden vernommen und 6000 Vorladungen ausgestellt. Schon früh bestätigte das FBI, dass es nach einem alleinhandelnden Killer suchte und konzentrierte sich bald auf eine Person von Interesse, einen Wissenschaftler für Bioabwehr der US Army namens Stephen Hatfield. Ich bin nicht der Anthrax-Mörder. Doch obwohl nie Anklage erhoben wurde, wurde er weiter vom FBI schikaniert und von den Medien verfolgt. Ich wehre mich gegen eine derartige Untersuchung, die durch unerhörte offizielle Stellungnahmen und gezielte Weitergabe von Informationen an die Medien einen Wahn nährt, der mir großen Schaden zufügt. Stephen Hatfield klagte erfolgreich gegen die Regierung und erzielte im Juni 2008 eine Einigung mit dem US-Justizministerium, das ihm 5,8 Millionen Dollar zahlte. Nach 6 Jahren schien die Untersuchung der Anthrax-Anschläge durch das FBI in einer Sackgasse zu stecken.
Doch dann, nur 5 Wochen nach der Einigung mit Hatfield, gab es eine dramatische Entwicklung. Endlich gibt es einen Verdächtigen für die Antragsanschläge. Er hat für das Antragslabor der Regierung gearbeitet und ist leider tot. Wir sind sicher, dass wir mit den Beweisen, die wir gesammelt haben, seine Schuld vor einem Gericht eindeutig beweisen können. Er hieß Dr. Bruce Ivins und starb am Dienstag im Krankenhaus, nachdem er offenbar eine sehr hohe Dosis verschreibungspflichtiger Schmerzmittel eingenommen hatte. Sein Anwalt bekräftigt heute die Unschuld seines Klienten. Jetzt, wo der Verdächtige tot war, würde das FBI seine Anklage nie vor Gericht beweisen müssen. Während Bruce Ivins von seinen Hinterbliebenen betrauert wurde, wollte das FBI den Fall abschließen. Doch anstatt die Antragsanschläge zu den Akten zu legen, riefen sie neue Zweifel wach. Er ist tot. Sie können den Fall abschließen und er kann sich nicht mehr verteidigen. Ziemlich praktisch, nicht? Für Experten stand nicht nur fest, dass der Fall gegen Ivins auf indirekten Indizien beruhte und die wissenschaftlichen Beweise nicht überzeugend waren, sie stellten auch die beharrliche Behauptung des FBI, Ivins habe allein gehandelt, in Frage. In einer Detektivgeschichte wie bei Sherlock Holmes geht es immer um die Fragen, wer profitiert davon, wer hatte ein Motiv? Die Theorie vom Einzeltäter passt dem FBI. Irgendein Wahnsinniger hat eine geringe Menge davon gestohlen und es in seinem Haus angemischt. Er hat ein paar Briefe verschickt und jetzt ist er tot. Also brauchen wir kein Motiv. Der namhafte investigative Journalist Edward Epstein glaubte das nicht. Ebenso wenig wie der US-Senator Patrick Leahy, einer der Adressaten der Antragsbriefe. Ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass er die einzige Person ist, die in diese Anschläge auf den Kongress und das amerikanische Volk verwickelt ist. Ich glaube, es gibt andere, die entweder vor oder nach der Tat daran beteiligt waren. Ich glaube, es gibt andere, die des Mordes angeklagt werden können. Der Schlüssel zu diesem komplexen Fall war die Tatwaffe, Anthrax. Bruce Ivins arbeitete als Mikrobiologe mit Anthrax in einem der geheimsten Militärlabore der Welt, dem medizinischen Forschungslabor für Infektionskrankheiten der US-Armee in Fort Detrick in Maryland. Fort Detrick hat eine lange Geschichte in der Arbeit mit Anthrax. Eine große Fabrik für Krankheitserreger. Während des Zweiten Weltkriegs entstand hier das Biowaffenprogramm der USA als Antwort auf die Nazis und auf die Japaner, die in der Mandschurei Biowaffen gegen die Chinesen einsetzten. Nach dem Krieg wurde Fort Detrick weiter aufgebaut, als Wissenschaftler der US-Armee dort den Milzbranderreger in ein Aerosol umwandelten und auch an anderen tödlichen Verbreitungsmöglichkeiten arbeiteten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als die USA und die anderen Supermächte genug Biowaffen besaßen, um die gesamte Menschheit auszulöschen, wollte Washington dem Wahnsinn ein Ende setzen. The United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate. Nixons Entscheidung ebnete den Weg für die Stilllegung und Zerstörung der Biowaffenvorräte auf der ganzen Welt. Die Biowaffenkonvention, welche die Verwendung und Entwicklung von Biowaffen untersagt, wurde seither von 162 Staaten unterzeichnet. Fort Detrick und andere Militärlabore wandten sich der legalen Arbeit an der Abwehr gegen Biowaffen zu, wie der Entwicklung von Impfstoffen. Viele Experten waren allerdings sehr verwundert darüber, dass die mikroskopischen Sporen, die bei den Briefanschlägen im Jahr 2001 verwendet wurden, das reinste waffenfähige Anthrax waren, das sie je gesehen hatten. Wie hätte ein Wissenschaftler der Regierung, der in einer militärischen Biowaffenabwehreinrichtung arbeitete, solches Anthrax herstellen können, ohne dass es jemand bemerkte? Ein Insider erklärte sich bereit, mit mir zu sprechen. Richard Spurzel, ein früherer stellvertretender Befehlshaber von Fort Detrick und Biologe der UN-Sonderuntersuchungskommission im Irak. Könnte eine einzelne Person das Puder herstellen, das bei den Anthrax-Anschlägen verwendet wurde? Ich bin genauso wie andere Experten fest davon überzeugt,
dass Dr. Ivans das nicht mit der Ausrüstung machen konnte, die er hatte. Die Partikel in dem Dashley-Leahy-Brief waren, laut FBI, 1,5 bis 3 Mikrometer groß. Das war hochverfeinertes Material. Ein solcher Durchmesser ist phänomenal. Ich behaupte, dass ein solches Puder nicht in Fort Detrick hergestellt worden sein kann, weil sie dort gar nicht die notwendige Ausrüstung haben, um so feine Partikel herzustellen. Es rutschte einfach so von den Objektträgern, als sie versuchten, es unter dem Mikroskop zu untersuchen. Es hatte eine außergewöhnliche Zerstreuungsfähigkeit. Die einzelnen Sporen waren mit einer Substanz namens Polyglas beschichtet, die Silika an jede Spore bindet. Das ist ein entscheidender Punkt, denn das machte das Puder so gefährlich. Lässt das darauf schließen, dass den Sporen nichts beigefügt wurde, um sie in ein Aerosol zu verwandeln? Schwierige Frage. Wir haben Silika in der Probe gefunden. Aber wir wissen nicht, warum es da war oder welchem Zweck es diente. Aber es war da. Diese Zusätze werden mit Absicht beigemischt, um diesen Stoff zu einer tödlichen Waffe zu machen. Wenn die Sporen nicht beschichtet wären, könnten nur sehr wenige von ihnen in der Luft schweben, einzelne Sporen bleiben und so in die Lunge eingeatmet werden. Die Sporen müssen in die tiefsten Winkel der Lunge gelangen, um sie zu infizieren. Die Anwesenheit von weiterverarbeiteten Silika-Beimischungen bedeutet, dass das Anthrax zu einer Waffe gemacht wurde. 2002 ließ das FBI ein Team von Wissenschaftlern die Spuren noch einmal untersuchen. Matthew Messelson von der Harvard-Universität war einer von ihnen. Wir sahen alle dasselbe. Eine unglaublich reine Aufbereitung der Spuren. Nichts anderes. Eine sehr reine Aufbereitung. Das ist alles sehr rein. Laut Professor Messelson gab es also kein Silika. Das Anthrax war also nicht zu einer militärischen Waffe umgewandelt worden. Dennoch behauptete das FBI 6 Jahre später, dass Silika vorhanden gewesen sei, allerdings natürlichen Ursprungs. Diese Aussage wird von vielen Experten bezweifelt. Tatsächlich bleibt das FBI an diesem wichtigen Punkt sehr uneindeutig. Können Sie bestätigen, dass Tests kein Silika in der Probe aus Dr. Ivans Labor in Fort Detrick nachweisen konnten? Und können Sie erklären, wie dann Silika in die Umschläge gelangt ist, die bei den Anschlägen verwendet wurden? Da müsste ich noch einmal nachfragen. Okay, tun Sie das bitte. Vielen Dank. Wenn das Anthrax tatsächlich waffenfähig gemacht worden war, kann das nur heißen, mehr als eine Person war beteiligt. Das ist eine Aufgabe, an der Wissenschaftler verschiedener Disziplinen arbeiten müssen. Als erstes braucht man einen Biologen, um herauszufinden, welchen Bakterienstrang man verwenden muss. In diesem Fall den Bacillus anthracis bacteria. Dann muss das Material fermentiert werden. Dafür braucht man einen Chemiker, um eine hohe Ausbeute an Sporen zu erhalten. Dann braucht man noch mehr Chemiker, um die Sporen zu trennen, weiter zu verarbeiten und zu konzentrieren. Derartige Mittel deuten auf ein staatlich gefördertes Programm hin. Und die US-Behörden hatten bereits eine wissenschaftliche Information veröffentlicht, welche die Liste der möglichen Verdächtigen erweiterte. Können Sie uns sagen, um welchen Stamm es sich handelt? Um den Ames-Stamm. Der Ames-Stamm ist einer der tödlichsten Anthrax-Stämme. Das US-Militär benutzt ihn für seine Anthrax-Forschung und hat ihn auch an andere Bio-Abwehrlabore auf der ganzen Welt weitergegeben. Ich untersuchte also, wer im Ausland Zugang zum Ames-Stamm hatte. Welche Labore hätten das tun können? Wir konnten das nicht auf die USA beschränken und alle anderen Länder ausschließen, weil dieser Stamm auch in England, in Kanada und in vielen anderen Ländern vorhanden war.
in many foreign countries. Das FBI konzentrierte sich anfangs auf eines dieser Labore, Horton Down, das oberste Militärlabor Großbritanniens, das den Ames-Stamm in den 80ern aus Fort Detrick erhalten hatte. Zur gleichen Zeit wurde ein Teil von Horton Down an einen Finanzier namens Fuad El-Hibri verkauft, als Teil des Privatisierungsprogramms der Thatcher-Regierung. Ich war überrascht, ja geschockt, als ich entdeckte, dass ein Teil des Programms privatisiert und an Konzerne verkauft worden war, von denen einer einem libanesischen Bankier gehörte und von Firmen gehalten wurde, die auf den niederländischen Antillen saßen. Kaum nachzuverfolgende Verkettungen von Unternehmen hatten einen Teil des Geschäfts mit dem Anthrax-Impfstoff übernommen. Besonders interessant fand ich an dieser Privatisierung, dass etwas, das als Forschungsprogramm der Regierung begonnen hatte, in erste private Hände übergeben worden war, von dem man nicht genau wusste, wo sie eigentlich saßen oder wem sie gehörten. In den USA war dasselbe geschehen. 1998 konnte El-Hibri mit Hilfe guter Beziehungen zur Clinton-Regierung ein staatliches Labor übernehmen, das der einzige Lieferant für den Anthrax-Impfstoff an das US-Militär war. El-Hibris Partner in diesem neuen Konzernzusammenschluss, der nun Bioport hieß, war Admiral William Crow, der frühere Vorsitzende der Stabschefs, der oberste militärische Berater des Präsidenten der Vereinigten Staaten. El-Hibris Firmen kontrollierten nun den Großteil des weltweiten Handels mit Anthrax-Impfstoffen. Und nach dem 11. September würde der Anthrax-Impfstoff zu einem großen Geschäft werden. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, and Saddam Hussein has not verifiably accounted for even one teaspoonful of this deadly material. Die Angst vor Anthrax wurde zu einer wichtigen Rechtfertigung für den Krieg gegen den Irak. Und da Washington die Anthrax-Impfung zur Pflicht für alle Soldaten im Auslandseinsatz machte, stieg die Nachfrage nach dem Impfstoff. Fragte irgendjemand danach, wer von den Anthrax-Anschlägen profitierte? Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was hinter den Anschlägen steckte, fand ich heraus, dass ein Privatdetektiv ähnliche Fragen stellte. Er hieß Stephen Grash und behauptete etwas Verblüffendes. Es gab eine Verbindung zwischen den Anthrax-Anschlägen und dem seltsamen Tod eines Wissenschaftlers, der das Mikrobiologielabor in Horton Down geführt hatte. Das erste Mal hörte ich von Dr. David Kelly kurz nach dem 11. September. Die Anthrax-Briefe hatten gerade erst die USA erschüttert. Während die öffentliche Untersuchung in Stocken geraten war, begann ich in etwas einzudringen, was ich mittlerweile die internationale Biowaffenmafia nenne. Wenn jemand die Geheimnisse dieser Mafia kannte, war das David Kelly. Dann wurde auch er tot aufgefunden, in einem Wald. David Kelly machte einen Spaziergang im Wald und schnitt sich die Pulsadern auf. Kelly war einer der obersten UN-Waffeninspektoren im Irak gewesen. War Dr. David Kelly die Quelle der Artikel darüber, dass die britische Regierung Geheimdienstberichte ausgeschmückt habe, um das Land leichter in den Krieg zu führen? Drashs Gerede von einer Biowaffenunterwelt klang wie eine Verschwörungstheorie. Ich überprüfte ihn und fand heraus, dass Stephen Grash ein früherer republikanischer Abgeordneter im Parlament von Michigan war, der nun als Privatdetektiv gegen Korruption kämpfte. 1998 hatte er den Kongress alarmiert, als El-Hibri das US-Anthrax-Geschäft übernahm. Und nach den Anthrax-Anschlägen hatte Drash die Parlamentarier dazu gedrängt, ihre Untersuchung auszuweiten und die internationalen Verbindungen der Konzerne unter die Lupe zu nehmen. Er war auf dem Weg nach England, um selbst David Kellys Tod zu untersuchen. Und ich beschloss, mich ihm anzuschließen.
David Kellys Tod stellte das Ansehen von Tony Blair und seiner Regierung in Frage. Das Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass es eine Untersuchungskommission geben werde, die von einem erfahrenen Richter geleitet wird. Lord Hutton hörte 74 Zeugen in nur 22 Tagen an. Kein einziger sagte unter Eid aus. Der daraus resultierende Bericht über 750 Seiten sprach die britische Regierung von jeglichem Fehlverhalten frei. Viele hielten Huttons Untersuchung für Augenwischerei. Einen Monat später stellte eine Gruppe von angesehenen Medizinern öffentlich das offizielle Urteil eines Selbstmords in Frage und forderte ein neues gerichtliches Verfahren zur Überprüfung der Todesursache. Dresch und ich flogen an dem Tag, an dem es stattfinden sollte. Es gab schwerwiegende Widersprüche in den forensischen Beweisen. Doch nach weniger als 10 Minuten gab das Gericht bekannt, dass es keine weitere Untersuchung geben würde. Er sagte, er habe die vielen Briefe der Öffentlichkeit berücksichtigt, die Sorgen oder Zweifel daran ausdrückten, dass ein anderer Grund hinter dem Tod von Dr. Kelly steckt. Was ist Ihre Reaktion auf die Entscheidung? Ich glaube nicht einen Moment, dass er sich selbst umgebracht hat. Kelly würde nie so ein Messer nehmen, wenn er ernsthaft Selbstmord begehen wollte. Das ist die Vertuschung einer Vertuschung. Und jetzt können Sie nicht mehr aufhören, weil Sie sonst ein Fass ohne Boden aufmachen. Welche Beweise wollte das Gericht nicht noch einmal untersuchen? Als erstes sprachen wir mit John Scurr, dem führenden Gefäßchirurgen Großbritanniens, einem der Experten, der öffentlich die Ergebnisse der Untersuchung angezweifelt hatte. Sich die Pulsadern aufschneiden ist etwas, was normalerweise junge Menschen tun, Mädchen, manchmal auch junge Männer. Es ist ein Schrei nach Hilfe und wird eigentlich nicht als zuverlässige Art, Selbstmord zu begehen, angesehen. Wenn man sich die Pulsadern aufschneiden möchte, nimmt man ein scharfes Messer und schneidet von oben nach unten. Nach den Informationen, die wir haben, hätte er in diesem Fall das Messer ganz falsch verwenden müssen und nach oben schneiden müssen. Es wäre also eine unübliche Art, sich die Pulsadern aufzuschneiden, und dazu ist diese Art des Selbstmordes von vornherein eine sehr unsichere Weise, sich umzubringen. Man kann von seinem Grab aus die Stelle sehen, an der er starb. Louise Holmes und ihr Hund Brock haben Dr. Kellys Leiche entdeckt. Können Sie beschreiben, wo die Leiche lag? Ja, die Leiche lehnte an einem Baum. Der Kopf und die Schultern waren ein bisschen nach hinten gegen den Baum gesackt. Aber Sie würden nicht sagen, dass er auf dem Boden lag? Nein, so habe ich es auch vor Gericht beschrieben. Sein Kopf und seine Schultern lehnten am Stamm und der Rest des Körpers lag auf dem Boden. Ich vermute, es war ein schöner Juli-Nachmittag am 17. Juli, als David Kelly auf diesen Hügel stieg. Schwer zu sagen, aber ich glaube, wir kommen hier an die richtige Stelle. Das ist auf jeden Fall der größte Baum hier und dahinter ist auch Dickicht. Im Polizeibericht steht, Kellys Leiche lag flach auf dem Boden. Warum mag sie bewegt worden sein? Es dauerte 2 Jahre, bis unsere Zweifel bestätigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war Dresch tödlich krank und ich war allein zurück in London. Ich bin über jeden berechtigten Zweifel hinaus überzeugt, dass David Kelly ermordet wurde. Norman Baker ist nicht irgendein Beobachter, sondern ein langjähriges Mitglied des britischen Parlaments und hat 1 Jahr lang David Kellys Tod untersucht. Es gab keine Fingerabdrücke auf dem Messer, mit dem David Kelly sich umgebracht haben soll. Das macht es aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass er Selbstmord begangen hat. Wer wollte, dass David Kelly stirbt und warum? Gordon Thomas, der Autor von über 50 Büchern, von denen viele in der Welt der Geheimdienste spielen, behauptet, er habe David Kelly ein paar Monate vor seinem Tod getroffen.
David Kelly was a major. David Kelly spielte eine wichtige Rolle in der Geheimdienstwelt der biologischen Kriegsführung. Er wusste mehr als jeder, den ich kenne. Und er war brillant. Deshalb wurde er auch von allen Geheimdiensten konsultiert, wenn sie in Schwierigkeiten waren. Zum Beispiel von der CIA oder dem kanadischen Geheimdienst. Er hatte mit zwei oder drei Schriftstellern, unter anderem auch mit mir, die Möglichkeit ausgelotet, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Ich sagte damals zu ihm, David, du weißt, dass du einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnet hast. Und er sagte, ja, das weiß ich. Ich brauche jemand anderen, der das Buch schreibt, mit den Informationen, die ich ihm gebe. Ich meinte, dass er damit nicht davonkommen würde, aber er wollte es einfach tun. Ich fragte ihn, worüber er sprechen wolle, ohne dass wir alle Schwierigkeiten bekämen. Ich war unsicher darüber, was ich mit Thomas' Geschichte anfangen sollte und beschloss, mir Kellys Arbeitsplatz anzusehen. Porton Down, das streng geheime Zentrum für die biologischen und chemischen Waffenprogramme Großbritanniens. Sieh mal, verboten. Wir sind in Porton Down. Seit 1984 war David Kelly Leiter der Mikrobiologieabteilung in Porton Down. Als er starb, war die Einrichtung gerade Ziel einer groß angelegten Polizeiuntersuchung. Die Operation Antler untersuchte die Todesfälle und Verletzungen, die geheime Experimente an britischen Soldaten zwischen 1939 und 1989 verursacht hatten. Der Anwalt Alan Kerr vertrat einige der Opfer. Es gab Experimente, in denen Menschen in Gaskammern gesteckt und Sarin ausgesetzt wurden, einer chemischen Waffe, oder Senfgas, Luisit oder CS-Gas, mit dem öffentliche Ausschreitungen in Schach gehalten werden. Sie wurden auch anderen Stoffen ausgesetzt, wie verschiedenen biologischen Stoffen, allen möglichen Substanzen, die man als chemische Waffen verwenden könnte. Nach 3 Jahren Ermittlung hatte die Polizei genug Beweise, um Wissenschaftler in Porton Down anzuklagen. Aber nur wenige Tage vor David Kellys Tod, im Juli 2003, ließ der Staatsanwalt die Klage plötzlich fallen. Die Operation Antler wird im Bericht von dort Hutton nicht erwähnt, obwohl dort 30 Ermittler die Vorgänge in Porton Down auf kriminelle Handlungen untersuchen. Dann haben wir David Kellys Tod und die beiden Vorfälle wurden nie miteinander in Verbindung gebracht. Das ist sehr seltsam. Es sieht aus, als ob etwas hinter den Aktenschrank gerutscht wäre. Die Experimente in Porton Down waren Teil internationaler Versuche, biologische Waffen in die Kriegsarsenale aufzunehmen. Biologische Waffen kamen erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg richtig groß auf. Es gab auch schon währenddessen Programme dafür. Aber nach dem Krieg schien das Drohpotenzial von Biowaffen, diese zu wichtigen Waffen in der Zukunft zu machen. Großbritannien und Kanada begannen 1940 zusammenzuarbeiten und später kamen die Amerikaner dazu. Dann wurden die Arbeiten aufgeteilt. Die Forschung fand meist in England statt, die Produktion sollte in den USA liegen und die Feldversuche in Kanada durchgeführt werden. Diese Kollaboration erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen Fort Detrick und Porton Down. Frank Olson, ein Wissenschaftler in Fort Detrick, war in den frühen 50ern ein Verbindungsglied zwischen den beiden Einrichtungen. Am 28. November 1953 stürzte er 13 Stockwerke aus einem New Yorker Hotelzimmer in den Tod. Sein Sohn Eric ist davon überzeugt, dass sein Tod weder ein Unfall noch Selbstmord war, sondern ein Verbrechen, das seine geheime Arbeit notwendig gemacht hatte. Er wusste von Experimenten mit Menschen und von den extremen Verhörmethoden, die zum Tod der Befragten führten. Wenn es am Kalten Krieg etwas Beängstigendes gab, dann war es das. Frank Olson arbeitete für die Special Operations, eine geheime Zusammenarbeit zwischen Fort Detrick und der CIA. Und sein Sohn sagt, er wollte aussteigen.
Ich finde es bemerkenswert, dass im Kalten Krieg einfach Situationen entstehen mussten, in denen bestimmte Wissenschaftler, Politiker, Beamte oder Militärs wussten, was vor sich ging und trotzdem sagten, so etwas tun wir nicht. Das ist unter der Würde der Vereinigten Staaten. Und die Frage ist, was man mit diesen Leuten macht. Man konnte sie nicht vor Gericht stellen, noch nicht einmal vor ein Militärgericht. Denn in vielen Fällen unterlag ihre Arbeit einer derartig strengen Geheimhaltung, dass sie noch nicht einmal abgestritten werden durfte. Wenn so jemand sagt, er hat genug und will aussteigen. Erst 1975, 22 Jahre nach Frank Olsons Tod, behauptete die Regierung, jemand habe ihm LSD gegeben und er sei daraufhin aus dem Fenster gesprungen. Sein Sohn glaubte das nie. 1994 ließ Eric Olson die Leiche seines Vaters von einem forensischen Pathologen exhumieren, der Beweise dafür fand, dass Frank Olson ein Schädeltrauma, verursacht durch einen stumpfen Gegenstand, erlitten hatte, bevor er in den Tod gestürzt war. Wir haben David Kelly, der im Wald stirbt, und Ivans, der hier stirbt, und naja, das ist wirklich ziemlich gruselig. Frank Olson und Bruce Ivans waren beide Wissenschaftler in Fort Detrick. Und beide starben unter umstrittenen Umständen in einem Abstand von 50 Jahren zueinander. David Kelly war ein weiterer Wissenschaftler in Portendown und ein weiterer fragwürdiger Tod. Alle drei Wissenschaftler arbeiteten in staatlichen biologischen Forschungsprogrammen mit Anthrax. In Programmen, die durch die Angst vor einer Bedrohung von außen gerechtfertigt werden. Hinter dem eisernen Vorhang hatten die Russen biologische Waffen entwickelt. Sie arbeiteten an den klassischen Kampfstoffen. Natürlich am Bacillus anthracis, an Tularemie, Botulinumtoxin, dem Kuhfieber und an der venezolanischen Pferdeenzephalomyelitis. Sie haben im Kalten Krieg ungefähr 9 dieser Stoffe waffenfähig gemacht. Beide Seiten bauten ihre Forschungsprogramme und ihre Bestände an bakteriellen Waffen aus, bis diese 1972 geächtet wurden. Die Biowaffenkonvention von 1972 ist wohl der wichtigste Abrüstungsvertrag der Geschichte, weil er nicht nur den Gebrauch der Waffen verbietet, sondern auch deren Vorratsbildung und deren Entwicklung. Es war wirklich ein sehr guter Vertrag und viele von uns dachten, Gott sei Dank, eine Bedrohung für die Menschheit wurde abgewehrt. Doch 1989 enthüllte ein russischer Überläufer, dass die Sowjets die Konvention gebrochen hatten. Es war schwindelerregend. Eine riesige Anzahl von sehr qualifizierten Wissenschaftlern forschte nicht nur an den klassischen Kampfstoffen, sondern versuchte auch, auf sehr unterschiedliche Weisen neue Stoffe zu entwickeln und stellte große Mengen an waffenfähigem biologischem Material her. Die Größe dieses Programms, die vielen verschiedenen Dinge, die sie ausprobierten, und die Menge der Produktion waren wirklich sehr erschreckend. Der russische Überläufer Wladimir Pasechnik war einer der Top-Biowaffenforscher der Sowjetunion. Nach seiner Ankunft im Westen wurde er im Auftrag des britischen Geheimdienstes von David Kelly befragt. Diese Befragung ist sehr interessant, denn zum ersten Mal erfuhren Großbritannien und die USA, was die Sowjetunion in Sachen biologische Kriegsführung alles unternahm. Der Schatten dieser verdeckten Forschung hängt immer noch über Jekaterinburg. Diese Industriestadt, die mitten in Russland an der Grenze zu Sibirien liegt und früher Sverdlovsk hieß, war eines der Zentren der verbotenen Programme der Sowjetunion. 1979 wurde ein einziges Gramm Anthrax aus der Fabrik 19, einem geheimen Biowaffenlabor der Armee, freigesetzt. Die Sporen wurden vom Wind über die schlafende Stadt verbreitet und töteten mindestens 68 Menschen.
Zuerst dachten wir, es sei die Pest und nicht Anthrax, weil die beiden sehr ähnlich sind. Dann dachten wir, dass ein Krieg mit biologischen Waffen begonnen hätte, dass wir angegriffen worden seien. Wir wussten dann zwar, dass es Anthrax war, aber nicht, um welchen Typ es sich handelte oder wo es hergekommen war. Ich muss zugeben, dass ich Angst hatte. Die sowjetischen Behörden machten verseuchtes Fleisch für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich. Aber der Pathologe Lev Greenberg und seine Kollegen bewiesen, dass die Opfer von pulmonalem Anthrax getötet worden waren. Das bedeutet, die Sporen waren vom sowjetischen Militär absichtlich in Aerosole umgewandelt worden, sodass sie klein genug waren, um eingeatmet zu werden. Ähnlich wie die Sporen, die bei den Anschlägen in den USA verwendet wurden. Diese Leute hätten nicht spurlos verschwinden sollen. Auf dem örtlichen Friedhof suche ich nach dem speziellen, unmarkierten Abschnitt, in dem die Opfer des Anthrax-Ausbruches beerdigt wurden. Tief in der Erde vergraben, in speziell angefertigten Stahlsärgen. Während die Behörden versucht haben, den Ausbruch zu vertuschen, können ihn die Überlebenden nicht vergessen. Warum fragen Sie danach? Seither ist so viel Zeit vergangen. Damals war jeder krank. Vor allem um die Kinder ist es schade. Die meisten Menschen in diesem Gebäude sind gestorben. Heute sind wir alle krank. Alle Kinder sind krank. Wir, die in der Fabrik gearbeitet haben, haben jeden Tag erwartet zu hören, dass noch einer gestorben war. Viele sind gestorben. Wie soll ich mich heute an alle erinnern? Gegen Ende des Kalten Krieges kommt ein sowjetischer Wissenschaftler nach Großbritannien mit Beweisen dafür, dass entgegen der Hoffnungen vieler Menschen die Biowaffenkonvention weit davon entfernt war, der stärkste Waffenvertrag der Geschichte zu sein. Dort wird Wladimir Pasechnik schnell von der frisch privatisierten Welt der Biowaffen angeworben. David Kelly said, look. David Kelly sagte zu ihm, warum gründen wir nicht eine Firma für dich, mit der du in der Abteilung für Mikrobiologie von Porton Down arbeiten kannst? Stellen Sie sich das vor, eine streng geheime Abteilung der Regierung heuert einen früheren Feind an. Das zeigt die Macht, die David Kelly hatte. Gleichzeitig arbeitete er an einem Gegenmittel für Anthrax. Und dann, nur wenige Tage nach den Anthrax-Anschlägen in den USA, stirbt Pasechnik plötzlich. Es ist schon länger dringend notwendig, dass wir den Tod von Pasechnik genauer untersuchen. Denn was ihm passiert ist, war vielleicht ein Vorbote dafür, was Kelly passiert ist. Gordon Thomas gesellt sich zu den Stimmen im Internet, die nicht glauben wollen, dass Pasechnik eines natürlichen Todes starb. In der düsteren Welt der Biowaffen lassen sich Fakt und Fiktion nur schwer unterscheiden. Ich wandte mich wieder an Dresch, den erfahrenen Privatermittler, der von seinem Krankenbett aus über Geheimdienstkontakte neue Spuren aufgetan hatte. Spuren, die mich in eine überraschende neue Richtung führten. Wenn Sie das alles wieder mit Dr. David Kelly verbinden wollen, ist Südafrika sehr wichtig für Sie. Die weiße Regierung Südafrikas wurde von der Weltgemeinschaft für ihre brutale Unterdrückung der schwarzen Mehrheit verurteilt und gemieden. In den 80ern startete die Apartheid-Regierung ein streng geheimes Programm für biologische Kriegsführung namens Project Coast. Es wurde geleitet von Dr. Wouter Basson, der später als Dr. Tod bekannt wurde. In diesem Programm sollten Waffen entwickelt werden, mit denen Gegner der Apartheid getötet werden konnten. Und es wurden Experimente an der schwarzen Bevölkerung durchgeführt. Ich traf mich noch einmal mit dem britischen Parlamentsabgeordneten Norman Baker. Vielleicht hatte er bei seiner eigenen Untersuchung eine Verbindung zwischen David Kelly und Südafrika entdeckt. Es gab Verbindungen zwischen der britischen Regierung und dem Apartheid-Regime in Südafrika. Und es stellt sich die Frage, wie viel die damalige Regierung Thatcher über das Project Coast wusste. Bekam sie Informationen, die aus diesem Programm stammten, oder hat sie es sogar heimlich unterstützt?
Auf jeden Fall gab es schon länger eine Verbindung zwischen David Kelly und Wouter Basson. Nach Kellys Tod gab es einen Zeugen weniger für den Kontakt zwischen Kelly und Dr. Tod. In der Zwischenzeit hatte mein Partner Dresch von einem früheren Wissenschaftler des Project Coast Wind bekommen, der versucht hatte, den USA Anthrax und andere Kampfstoffe zu verkaufen, die während der Apartheid entwickelt worden waren. War es möglich, dass Anthrax auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf angeboten wurde? Ich musste nach Südafrika fliegen und es herausfinden. Auf dem Weg nach Südafrika flog ich über ein Land, in dem meine Besessenheit von biologischen Waffen begonnen hatte. Ich war in Rhodesien aufgewachsen, einer britischen Kolonie, die von ihrer weißen Minderheit regiert wurde. Als ich in den 70ern erwachsen wurde, tobte ein echter Bürgerkrieg im Busch. Schwarze Nationalisten hatten zu den Waffen gegriffen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Die Weißen waren entschlossen, um jeden Preis an ihrer Macht festzuhalten. Im Prinzip weigerten wir uns, Rhodesien in die Hände der schwarzen Mehrheit zu geben. Und dafür gab es einen Grund. Es ging nicht einfach nur um Rassismus. Wir hatten den Zusammenbruch von Ländern von Uganda bis Ghana beobachtet. Jede britische Kolonie, die unabhängig wurde, versank in völliger Anarchie. Und wir schworen, dass dies niemals mit Rhodesien passieren würde. Das bin ich 1977, als ich den Cellar Scouts beigetreten bin. Jim Parker war ein Mitglied der geheimen Spezialkräfte der rhodesischen Armee, der Cellar Scouts, einer Eliteeinheit, deren Aufgabe es war, den Feind um jeden Preis zu eliminieren. Parker hat ein Buch geschrieben, in dem er die geheimen Aktivitäten seiner Kampfeinheit gegen Aufstände enthüllt. Als der Konflikt sich ausweitete und die schwarze nationalistische Guerilla an Boden gewann, begannen die Scouts, chemische und biologische Waffen einzusetzen. Das erste Mal hörte ich von Anthrax auf einer Reise nach Wenki. Der diensthabende Assistenzarzt dort war Sandy Kirk. Wir saßen bei ihm und quatschten über verschiedene Dinge. Und als ich ging, sagte er, wir haben Anthrax in der Gegend von Kailupane eingesetzt. Insgesamt wurden dort in dem Jahr 10.000 Menschen mit dem Milzbranderreger infiziert. Das ist beispiellos. Solche Zahlen gab es nirgendwo sonst auf der Welt jemals wieder. Bis heute dementieren viele, dass der Milzbrandausbruch in Rhodesien, der größte jemals aufgezeichnete, absichtlich herbeigeführt wurde. Jim Parker ist der erste Cellar Scout, der öffentlich zugibt, dass es so war. Schließlich war ganz Rhodesien, das heutige Simbabwe, mit Anthrax infiziert. Als eine Einigung 1980 den Krieg in Rhodesien beendete und den unabhängigen Staat Simbabwe hervorbrachte, zogen die Cellar Scouts nach Süden. Alle streng geheimen Dokumente, alles, was mit den Cellar Scouts zu tun hatte, wurde hierher nach Südafrika gebracht. Südafrika wurde zum letzten Schlachtfeld im Kampf um die weiße Herrschaft über den Kontinent. Wie in Rhodesien war auch eines der dunkelsten Kapitel des Kampfes für die Apartheid der geheime Einsatz von biologischen Waffen. Ich landete im neuen Südafrika. Die Sünden der Vergangenheit mögen verblasst sein, aber sie sind nicht vergessen. Als erstes versuchte ich, ein Treffen mit Wouter Basson zu arrangieren. Er konnte mir helfen, die Rolle des Westens bei der Unterstützung der tödlichen Aktivitäten des Project Coast zu verstehen und herauszufinden, was mit seinem Anthrax-Vorrat passiert war. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, hier ist Bob Cohen. Kann ich bitte mit Dr. Basson sprechen? Er hat gerade einen Patienten, kann er zurückrufen?
Dr. Tod hatte sich seit mehr als 5 Jahren nicht mehr öffentlich gezeigt. Ich wusste, dass ich einer Vermutung nachging. Basson führte ein angenehmes Leben, offensichtlich unversehrt von seinen dunklen Taten. Während der Apartheid hatte Basson das Project Coast betreut, das auf den Erfahrungen aus Rhodesien basierte. Es versteckte sich hinter Deckfirmen und Auslandskonten und operierte mit weltweiten Geheimdienstverbindungen, sodass die erschreckenden Aktivitäten dieses Project Coast erst nach dem Fall des weißen Minderheitsregimes aufgedeckt wurden. I now declare that the hearing of the Truth and Reconciliation Commission is now in session. 1996 wurde die Südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet, um es Opfern der Apartheid zu ermöglichen, öffentlich auszusagen. Die Kommission ermutigte auch ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte des Apartheidsregimes, ihre Taten zu gestehen und sicherte ihnen im Gegenzug Amnestie zu. Ermittler der Kommission entdeckten geheime Dokumente des Project Coasts, die Basson versteckt hatte. Unter den Forschungsberichten, die die Ermittler der Wahrheitskommission in Bassons Wagenladungen von Dokumenten entdeckten, waren Berichte, die eindeutig darauf abzielten, Gifte zu finden, die Einzelpersonen verabreicht werden und zum Tode führen konnten, postmortem aber nicht mehr nachzuweisen waren. Es ging also eindeutig darum, Menschen zu töten, ohne dass einem jemand auf die Schliche kommt. Sie entwarfen Mordwaffen, klassisches Spionwerkzeug, Regenschirme mit vergifteter Spitze, die Kapseln aus Polycarbonat verschießen konnten, die dann ein Gift in den Blutkreislauf des Opfers abgeben sollten und nach dessen Tod nicht mehr nachzuweisen waren. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern des Project Coast weigerte sich Wouter Basson auszusagen. You are not 1999 kam er vor Gericht und sah sich 61 Anklagepunkten gegenüber, unter anderem Mord, der Verschwörung zum Mord, Betrug, Drogenschmuggel und der absichtlichen Auslösung einer Cholera-Epidemie. Während des 3-jährigen Prozesses beschrieben zahlreiche Zeugen die Gräueltaten, die das Project Coast auf seine direkten Befehle hin begangen hatte. Beim Prozess kam heraus, dass er auch Verbindungen zu einem viel zwielichtigeren, geheimen internationalen Netzwerk hatte, das Chemie- und Biowaffen schmuggelte. Am 22. April 2002, 30 Monate nach Beginn seines Prozesses, wurde Basson von allen Vorwürfen freigesprochen. Meine Reaktion war Wut. Die Schwarzen in diesem Land sind es gewohnt, zu resignieren und zu sagen, ja, ja, das wussten wir. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die meinten, wir wussten eh, dass es so ausgehen würde, dass er nicht ins Gefängnis gehen würde. Themba Molefe hat für den Soweten, die führende schwarze Tageszeitung Südafrikas, vom Prozess berichtet. Ich war schockiert von den Dingen, die herauskamen. Wozu Wouter Basson fähig war. Ich habe Angst vor ihm. Er hat ein unschuldiges Gesicht. Aber für mich ist das eine Maske. Guten Abend, Dr. Basson. Hier ist Bob Cohen. Ich wollte nur nachfragen, ob Sie meine E-Mail bekommen haben. Wir hätten morgen Freitag und Samstag. Wie wäre es mit Samstag? Sagen wir vorläufig Samstagabend? Okay, ich muss sehen, wie der Samstag läuft, um eine genaue Zeit nennen zu können. Nichts hätte mich auf Dr. Tods fehlende Reue vorbereiten können. Angriff ist ein Teil der Verteidigung.
Daran ist nicht zu rütteln. Wenn du ein Haus hast, das du gegen Einbrecher schützen willst, baust du eine hohe Mauer und einen elektrischen Zaun darum. Dann hast du Rottweiler im Garten, Gitter an den Fenstern und eine Alarmanlage im Haus. Aber wenn du eines Nachts aufwachst und der Einbrecher ist in deinem Schlafzimmer, dann will er bestimmt nicht den Preis deines Fernsehers mit dir verhandeln. Du kannst dich also nur durch einen Angriff verteidigen. Wenn du ein großer Kerl bist, schlägst du ihn einfach zusammen. Aber wenn du eher klein bist, so wie ich, musst du ihn erstechen oder erschießen. Basson hatte immer darauf bestanden, dass das Project Coast lediglich der Selbstverteidigung diente. Und wenn es darum ging, hatte Südafrika mächtige Verbündete im Westen. Wir wollten diejenigen Organisationen finden, die uns mit Technologie weiterhelfen konnten. Und natürlich saßen die vor allem in Großbritannien, den USA und ein paar in Europa. Dann besuchten wir diese Orte, erklärten ihnen, was wir für ein Problem hatten und natürlich auch, welche Informationen wir brauchten. Schließlich bekamen wir einige Informationen von ihnen. Den Rest haben wir gekauft, geliehen und gestohlen. Seltsamerweise war die Hilfe, die aus den USA und aus Großbritannien kam, ideologisch motiviert. Kannten Sie David Kelly? Ich traf Kelly 3 oder 4 Mal. Dabei ging es ausschließlich um den Austausch von Informationen. Bei diesen seltenen Kontakten schien er mir ein ehrlicher, intelligenter und leidenschaftlicher Mann zu sein, dem seine Arbeit sehr wichtig war. Haben Sie ihn je in Portendown getroffen? Das kann ich nicht beantworten, aber wir haben ihn mehrere Male getroffen. Wenn man Basson glauben mag, dann hat er sich mit David Kelly zum Informationsaustausch getroffen. Konnten Sie Portendown besuchen, Fort Detrick? Ja, wir waren dort. Können Sie darüber sprechen? Nein, lieber nicht. Denn die nächste Frage ist dann, wer es arrangiert hat. Warum, was und wo. Ich habe schon genug Probleme mit der britischen und der amerikanischen Regierung. Das reicht mir. Aber es reicht wohl, wenn ich sage, dass wir nie mit der Absicht dorthin gegangen sind, Großbritannien oder den USA Schaden zuzufügen. Unsere einzige Absicht war es, herauszufinden, wie sie uns helfen konnten. Wie wir mit ihrem Wissen unser eigenes Programm verbessern konnten. Die Politikwissenschaftlerin der US Naval Academy, Helen Purkett, eine führende Expertin für das Project Coast, räumt ein, dass die USA sehr wohl mit dem südafrikanischen Regime hätten kooperieren können. Die Reagan-Regierung verfolgte die Strategie des konstruktiven Engagements. Auch wenn mir dafür keine Beweise vorliegen, ist es doch möglich, dass es noch mehr Zusammenarbeit zwischen den USA und Südafrika bei manchen dieser Programme gab. Auch bei den Biowaffen, was aber streng geheim ist. Welche Geheimnisse über das Ausmaß der Zusammenarbeit mit Project Coast könnte der Westen hüten? Ich wandte mich an eine von Dreschs Quellen, den investigativen Journalisten Sam Soule. Das südafrikanische Projekt war sehr praktisch, vor allem diese Idee des Heiligen Grals. Von etwas, mit dem man Menschen umbringen kann, ohne dass jemand einen unnatürlichen Tod vermutet. Es mag andere Geheimdienste gegeben haben, die an so etwas interessiert waren, aber nicht selbst solche Forschungen durchführen konnten und die Südafrikaner gerne die Drecksarbeit machen ließen. Ob das stimmt, lässt sich nicht so leicht beantworten. Aber es gibt ziemlich viele Beweise dafür, dass Basson Hilfe aus dem Westen bekam. Zum Beispiel der Besuch von Larry Ford. Larry Ford. Nach den Anthrax-Anschlägen hatte Dresch den US-Kongress aufgefordert, Untersuchungen über Ford anzustellen, einen kalifornischen Mikrobiologen, den er für einen Berater der CIA und des Project Coast hielt. Dresch riet mir, eine weitere seiner Quellen zu treffen. Einen Sicherheitsbeamten in einem Filmstudio in Hollywood. Hier sind wir also in Irvine, Kalifornien, wo alle deine Träume wahr werden. Auch deine Albträume. In diesem Fall vor allem deine Albträume.
In den 80ern war Peter Fitzpatrick als FBI-Informant in den engeren Kreis um Larry Ford eingeführt worden. Eines Morgens im Jahr 2000 sah Fitzpatrick fern. Dr. Larry Ford und sein Partner besaßen diese Pharmafirma in Irvine, Kalifornien. Sie hofften mit einem Suppositorium, das die Übertragung des AIDS-Virus verhindern soll, Millionen zu verdienen. Vor zwei Wochen änderte sich alles. James Riley wurde auf dem Firmenparkplatz in den Kopf geschossen. Er überlebte und die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich auf seinen Partner Dr. Ford. Bevor sie ihn befragen konnten, beging Ford Selbstmord. The people who knew Larry Ford. In der Nachbarschaft hatte niemand eine Ahnung, was Larry Ford vorhatte, dass er mit dem südafrikanischen Biowaffenprogramm zusammenarbeitete. Er manipulierte chemische und biologische Kampfmittel und ließ Bakterien mutieren. Er hatte diese Bakterien perfektioniert und so weit mutieren lassen, dass es kein Gegenmittel mehr gab. Kein Gegenmittel. Sie sind im Haus und die Polizei geht dort hinein. Was kann man da tun? Fitzpatrick rief die Polizei an, um sie zu warnen. Wir haben das Haus durchsucht und 20 bis 30 dieser kleinen Container und eine Halbliterflasche gefunden. Wir haben diese Substanzen ins Labor geschickt, wo sie noch getestet werden. Woran arbeitete Larry Ford und in wessen Auftrag? Larry war ein wunderbarer Mensch, völlig verrückt. Er kam immer nach Südafrika auf einem Interkontinentalflug mit den Hosentaschen voller versiegelter Fläschchen, in denen diese neuen und wundervollen Organismen waren, die wundervolle Dinge tun konnten. Larry Ford hatte die Erreger der Cholera, Typhus, Anthrax, Botulinum und der Beulenpest mutieren lassen und er hatte neue Erreger gezüchtet, die er Kaffirtöter nannte. Kaffir ist das Afrikaanswort für Neger. Es handelte sich also um Krankheitserreger, die speziell dafür gemacht waren, nur Schwarze zu töten. Mit anderen Worten, eine ethnische Biowaffe. War das Project Coast wirklich so weit gegangen? Von Beginn an wurde die Frage, wie die schwarze Bevölkerung kontrolliert werden konnte, als einer der wichtigsten Forschungsschwerpunkte gesehen. Mit der Zeit gewann sie an Gewicht, als der Anteil der schwarzen Bevölkerung wuchs und die Aufstände gefährlicher wurden. Das ist einer der Gründe, warum sie anfingen, die genetische Modifikation zu erforschen. Sie suchten nach Verhütungsmitteln, durch die Schwarze ohne ihr Wissen sterilisiert werden konnten. Sie erforschten alle möglichen Bereiche, die heute ziemlich verrückt wirken. Ich habe von einer ethnischen Waffe gehört, an der das Project Coast arbeitete, die schwarze Bombe genannt wurde. Das war toll, ja. Der größte Spaß meines Lebens. Diese ganze Episode mit der ethnischen Waffe wurde in den Gerichtsunterlagen sehr gut dargelegt. Wir sollten ein bestimmtes Protein synthetisieren, das in Sperma vorkommt, um es als Verhütungsmittel zu verwenden. Die Idee dahinter war, dass eine Frau gegen Sperma immun und somit unfruchtbar gemacht werden sollte. Wir wurden von einem anderen Land mit einem Bevölkerungsproblem darum gebeten, als Teil eines Austausches von Technologie. Sie sagten zu uns, wir haben weder Zeit noch Platz, daran zu forschen. Könnt ihr das für uns tun? Ich konnte mir Larry Fords FBI-Akte besorgen. Aber unzählige Seiten waren aus Gründen der nationalen Sicherheit zensiert worden, sodass kaum Hinweise auf seine angebliche Arbeit an einer Rassenwaffe und auf seine Beziehung zum US-Geheimdienst blieben. Die amerikanische und die britische Regierung gingen sehr weit, um alle Hinweise auf Project Coast zu vernichten. Sie drängten Südafrika dazu, seine Biowaffenvorräte und alle damit verbundenen Dokumente zu vernichten. Basson behauptet, die Hinterlassenschaft sei einfach ins Meer gekippt worden.
Das Salzwasser wirkt stark oxidierend, sodass sich eh alles schnell auflöst. Wir flogen ein paar Stunden und haben dann alles ins Meer gekippt. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Ich saß hinten im Flugzeug. Der Pilot müsste wissen, wo er hingeflogen ist. Irgendwann hat er die Türen geöffnet, wir haben alles rausgekippt und sind zurückgeflogen. Dresch beschaffte sich einen streng geheimen Bericht des südafrikanischen Militärs an Präsident Mandela, in dem stand, dass die Vorräte des Project Coast zerstört worden seien. Aber er fand auch heraus, dass wenige Monate nach den Anthrax-Anschlägen ein ehemaliger Wissenschaftler des Project Coast, Dan Gosen, versucht hatte, Washington dieselben Erreger zu verkaufen, die angeblich ins Meer gekippt worden waren. Der Deal beinhaltete, dass Gosen 5 Millionen bekommen würde. Er wollte dafür den gesamten geheimen Biowaffenvorrat von Project Coast abliefern. Angeblich waren darunter etwa 70 Anthrax-Stämme, mehr als ein Dutzend davon hoch ansteckend. Die Verhandlungen mit Vertretern des FBI und der CIA erreichten höhere Ränge, nur um im letzten Moment abgesagt zu werden. Mit Dresch als Quelle veröffentlichte Sam Soul die Geschichte in Südafrika. Der Grund für den Rückzug der Amerikaner in dieser Sache wurde nie richtig aufgeklärt. Als wir an der Geschichte schrieben, kontaktierten wir FBI und CIA für eine Stellungnahme. Aber natürlich bekamen wir nichts. Allerdings war es eine amüsante Erfahrung. Es gibt also noch viele offene Enden. Dan Gosen ließ sich zu einem Treffen an einem öffentlichen Ort überreden, aber er wollte nicht gefilmt werden. Er sagte, er könne mir nicht die ganze Geschichte erzählen, es sei zu gefährlich. Gosen hatte noch immer die Kontrolle über die geheimen Vorräte. Niemand hatte sie gefunden, er hatte sie gut versteckt. Die südafrikanische Regierung hat sich zurückgezogen und nichts getan. Sie warten also immer noch darauf, dass man sie abholt. Das ist wie eine Familie, die eng zusammenhält, die Spieler in diesem Antragsspiel. Die US-Amerikaner und die Briten schieben sich den Stoff gegenseitig zu. Das ist bewiesen. Alle Regierungen spielen in diesem dreckigen Spiel mit und sie werden nicht damit aufhören. Warum auch? Ich glaube, dass sie heute noch alle mitspielen, auch die Amerikaner, denn sie wollen nicht außen vor bleiben. Sie müssen das alles aufbewahren. An meinem letzten Tag in Südafrika besuchte ich das Archiv des Project Coast, wo ich aufschlussreiche Aufzeichnungen über Reisen von Wissenschaftlern des Project Coast zu privaten und staatlichen Biolaboren in Europa und Amerika fand. San Antonio, New Orleans, Jackson. War ich über die Spur eines großen Netzwerkes gestolpert, das im Geheimen an einer neuen Generation von Biowaffen arbeitete? Unter denen, die das befürchten, ist auch Helen Purkett, eine angesehene Autorität in Sachen Project Coast. I believe that there is continued research. Ich glaube, dass auch heute noch Regierungen auf diesem Gebiet forschen lassen. So werden Biowaffen wohl in Zukunft eingesetzt werden, um bestimmte Bevölkerungsgruppen angreifen zu können. Ich finde das sehr beängstigend. Ich drang immer weiter vor auf dem, was mein sterbender Freund Dresch Zickzackpfad genannt hatte. Ein verborgenes Universum, in dem Geheimprogramme, tote Wissenschaftler, Geld und die Anthrax-Anschläge zusammenzukommen schienen. I'm always worried about what we don't know.
Ich bin sehr beunruhigt über das, was wir nicht wissen. Über einen Bereich, der seinem Wesen nach so geheim ist und über Arbeit, die politisch so sensibel ist und diplomatisch explosiv sein könnte. Nicht sicher zu sein, was wir nicht wissen, bringt Verschwörungstheorien hervor, von denen einige paranoid sind und andere vielleicht nicht. Und solange wir das nicht offenlegen, was wir wissen, können wir niemandem vorwerfen, paranoid oder verschwörerisch zu sein. Dies ist nämlich ein Bereich, in dem es sehr schwer ist, Fakt und Fiktion zu trennen. Es gibt Bio-Thriller, die heute durchaus im Bereich des Machbaren liegen. Eine Woche vor dem 11. September deckte die Pulitzer-Preisträgerin Judith Miller mit zwei Kollegen der New York Times in einer Titelstory die Existenz von geheimen Biowaffenprogrammen der US-Regierung auf. Eines der am meisten umstrittenen Programme hieß Clear Vision. Das war ein Projekt der CIA, das die Waffen rekonstruieren sollte, von denen wir dachten, dass die Sowjetunion sie entwickelt hätte, um sie gegen uns zu verwenden. Sprengköpfe, kleine Bomben und Verbreitungsvorrichtungen aus dem riesigen Biowaffenarsenal, das sie vor ihrem Zusammenbruch besessen hatte. Ein anderes geheimes Programm vereinte Anthrax, die CIA und Battelle, ein privat geführtes Labor, das für die nationale Sicherheit arbeitete. Das Battelle-Labor arbeitete für das Project Jefferson und sollte herausfinden, ob die Sowjets zwei Kampfstoffe kombiniert hatten, um einen Milzbranderreger herzustellen, der gegen unsere Impfstoffe resistent war. Jahrelang versuchten sie einen solchen Erreger in diesem streng geheimen Labor im Außenbezirk von Columbus, Ohio, zu reproduzieren. Drei Monate später berichtete die Baltimore Sun, dass US-Wissenschaftler in Dugway, einer militärischen Forschungseinrichtung, waffenfähiges Anthrax hergestellt hätten, das praktisch identisch sei mit den Spuren, die an den Kongress geschickt wurden. Also fuhr ich nach Dugway, der Forschungsstätte in Utah, die in einem der entlegensten Gebiete des amerikanischen Westens versteckt war. Das Tollste daran ist, dass es dort draußen genug Land gibt, um ein Geheimnis zu verstecken. Steve Erickson ist schon lange Mitglied einer Bürgerinitiative, die die Aktivitäten in Dugway überwacht. Wir haben uns alle Presseberichte genau angesehen, die unmittelbar nach dem Auffinden von Anthrax in den Umschlägen erschienen. Von Anfang an kam uns die Qualität des Anthrax verdächtig vor. Dass es sich um den AIM-Stamm handelte, deutete auf unsere eigenen Verteidigungseinrichtungen hin, also auf Dugway. Wir wussten, dass sie dort dieses Material in ein Aerosol verwandelten. Und neben Fort Detrick in Maryland haben sie hier die meiste Fachkenntnis im Umgang mit Anthrax. Wir glauben also, dass das Anthrax sehr wahrscheinlich hier in Dugway hergestellt und zurück nach Detroit geschickt wurde. Und vielleicht wurde unterwegs etwas abgezweigt und landete in den Briefen. Wir werden es wohl nie genau wissen. Sollten wir jemals wieder ein Angriffsprogramm aufnehmen, wie schon einmal, dann würde es hier anfangen. Das hier sind Biosicherheitslevel 3 Labore. Sehen Sie die Kameras dort links? Es gibt einen Gang, der parallel zu diesem hier verläuft. Und alles hinter dieser verstärkten Betonwand gehört zum Biosicherheitslevel 3 und hat eine Zugangsbeschränkung. Dort ist ein Wachmann, der kontrolliert, ob du auf der Liste derjenigen stehst, die autorisiert sind, diese Labore zu betreten. Wir gehen da also nicht rein? Nein, ich glaube nicht, dass sie auf der Liste steht. Ein Mikrometer ist die ideale Größe für ein Partikel, um eingeatmet zu werden und in die Lungenbläschen zu gelangen.
Deshalb sind die biologischen Kampfstoffe, mit denen wir arbeiten, einen Mikrometer groß, weil das die richtige Größe ist, um von Menschen eingeatmet zu werden. Das Wichtigste an einem biologischen Kampfstoff ist, wie effektiv er eingeatmet werden kann und wie ansteckend er ist. Anscheinend wurden bei den Anschlägen sehr fein verarbeitete, sehr kleine Anthrax-Spuren verwendet. Ja, sie waren ein Mikrometer groß. Er war es deshalb so gefährlich? Das ist einer der Gründe dafür. Es gibt hier mehrere Wissenschaftler, die mit dem FBI in diesem Fall zusammengearbeitet haben. Wir wissen also über alles Bescheid, aber wir haben Erklärungen unterschrieben, dass wir nicht darüber sprechen, wie das Anthrax genau aussah. Aber dieses Labor stellt in der Tat waffenfähiges Anthrax her, wahrscheinlich als einziges im ganzen Land. Tatsächlich gibt es noch andere Labore. Judith Miller deckte auf, dass auch Battelle mit waffenfähigem Anthrax arbeitet. Dies sind echte Waffen und sie wurden gegen das amerikanische Volk und gegen den Kongress eingesetzt. Kennen Sie andere Einrichtungen in den USA, die in der Lage sind, diese Waffen herzustellen, die gegen den Kongress und das amerikanische Volk eingesetzt wurden, außer Dugway in Utah und Battelle in Ohio? Ich glaube, es gibt noch andere. Ich kenne keine außer Dugway und Battelle. Und ich frage das, weil ich auch den Artikel in der New York Times vom 4. September 2001 gelesen habe, in dem steht, dass die USA in den letzten Jahren ein Programm für geheime Forschung an Biowaffen gestartet haben. Selbst die Clinton-Regierung kannte dessen vollen Umfang nicht. Das geheime Projekt wurde nun von der Bush-Regierung wieder aufgenommen, in der Absicht, es auszuweiten. Bitte überprüfen Sie das in der Pause noch einmal und sagen Sie mir, ob es noch mehr Labore gibt als Dugway und Battelle. Das werde ich tun. Direktor Mueller, Sie haben etwas zu sagen? Bitte. In Bezug auf die beiden Labore, die Sie erwähnt haben, und auf die Frage, ob es noch andere Labore gibt, die waffenfähiges Anthrax herstellen können, bitte ich um eine geschlossene Sitzung, da die Antwort Militärgeheimnisse beinhaltet. Das FBI schloss also nicht aus, dass auch andere Labore in den Vereinigten Staaten mit tödlichen neuen Formen von Anthrax arbeiten könnten. Und deren Zahl steigt. Seit den Anthrax-Anschlägen gab es einen deutlichen Anstieg der privaten Bioabwehrforschung, was viele beunruhigt. Das verwischt die Verantwortlichkeiten, weil private Firmen anderen privaten Firmen gehören. Darüber hinaus kann es auch Taten der Regierung verdecken, weil sich der Staat jetzt hinter den privaten Firmen verstecken kann. Die Antwort auf die Anthrax-Anschläge und das Aufkommen des Bioterrorismus war die landesweite milliardenteure Kampagne »Schützt uns vor unbekannten Terroristen«. Allerdings sieht dieses Programm so aus, dass Sie sich fragen, was würden die Terroristen wohl tun? Was ist der fieseste, gefährlichste, am schwersten zu diagnostizierende und behandelnde Mikroorganismus, den wir kennen? Dann lasst uns diesen Organismus herstellen, um herauszufinden, wie wir uns dagegen verteidigen können. Im Prinzip ist das nicht zu unterscheiden von einem Angriffsprogramm, in dem man genau das Gleiche tun würde. Das geht dort zu wie im Wilden Westen. Und die Regierung wirft mit Geld nur so um sich. Die Biolabore breiten sich rasend schnell im ganzen Land aus und forschen und entwickeln unreguliert. Hier ist zu viel Geld im Spiel, als dass irgendjemand Nein sagen würde. Das ist das wahre Erbe der Anthrax-Anschläge. Seit 2001 hat allein die US-Regierung über 50 Milliarden Dollar für die Bioabwehr bewilligt. Während die Weltwirtschaft in einer Krise steckt, boomt ein Industriezweig.
Wenn Sie denken, dass eine Aktie an diesem turbulenten Markt unmöglich 250% an Wert gewinnen kann, dann kennen Sie offensichtlich Emergent Biosolutions oder EBS noch nicht. Ihr Trumpf ist ein Exklusivvertrag mit der Regierung über die Herstellung von Anthrax-Impfstoff, mit dessen Hilfe die Aktie um 250% gestiegen ist. Emergent Biosolutions ist der neue Name von Bioport, der Firma, auf die Stephen Gresh den US-Kongress aufmerksam gemacht hatte. EBS ist immer noch der einzige Lieferant von Anthrax-Impfstoff an das US-Militär. Bis heute hat die Firma 18 Millionen Einheiten im Wert von 440 Millionen Dollar geliefert. Aber hunderte amerikanische Soldaten lehnen die Mehrfachimpfung gegen Milzbrand ab, weil sie behaupten, sie würden davon krank. Eine Studie der Regierung ergab, dass 86% der Geimpften von einer Abwehrreaktion berichteten. Die Soldatin Kamila Iwanowska verweigerte die Impfung und kam vor das Kriegsgericht. Ich las, dass die Impfung bei einigen Soldaten sehr viele Nebenwirkungen hervorgerufen hatte. Und ich hörte damals auch vom Golfkriegssyndrom, von Leuten, ich sollte sie wohl Opfer nennen, die von der Anthrax-Impfung sehr krank wurden. Eine der Nebenwirkungen, die mich am meisten beunruhigt, sind Geburtsfehler. Da ich katholisch erzogen wurde, möchte ich nichts einnehmen, das einem ungeborenen Kind schaden könnte. Dr. Marion Ness, eine Spezialistin für Milzbrand, wurde als Expertin von der Verteidigung geladen. Glauben Sie, dass die Impfung gefährlich ist? Ich weiß, dass sie gefährlich ist, weil ich viele Menschen behandelt habe, die danach sofort krank wurden. Was hatten Sie? Multiple Sklerose, Lupus, Krankheiten, die dem Golfkriegssyndrom ähneln, bei dem die Leute an Gedächtnisverlust, Muskel- und Gelenkschmerzen und großer Müdigkeit leiden, sowie verschiedene Magen-Darm-Erkrankungen. Die Datenbank des Militärs selbst zeigt, dass es nach Impfungen einen Anstieg von Fällen von Multipler Sklerose, von Schilddrüsenkrebs, Brustkrebs und Krebs des Urogenitaltraktes gibt, sowie andere Krankheiten. Es gibt also genug Daten, die beweisen, dass die Impfung unsicher ist. Kamila Iwanowska wurde der Befehlsverweigerung schuldig befunden und unehrenhaft entlassen. Emergent Biosolutions beharrt darauf, dass sein Impfstoff sicher und von der Regierung genehmigt sei. Er wurde zusammen mit Wissenschaftlern des US-Militärs in Fort Detrick entwickelt. Einer der Wissenschaftler war Bruce Ivins, der Verdächtige in den Untersuchungen der Anthrax-Anschläge. Im Oktober 2008 erhielt EBS einen neuen, 400 Millionen Dollar schweren Auftrag über 14 Millionen Einheiten für die Zivilbevölkerung. Ohne Wissen der meisten Amerikaner unterzeichnete die US-Regierung gleichzeitig ein Gesetz, das einen 7-jährigen Anthrax-Notstand ausrief. Polizisten, Feuerwehrleute und medizinisches Personal sollen nun auch geimpft werden. Das Gesetz schützt EBS und Regierungsbeamte vor jeglichen Haftungsansprüchen aus Folgen der Impfungen. Fort Detrick erlebt gerade die größte Expansion seiner Geschichte. Fort Detrick expandiert, ein Anthrax-Notstand, die Bevorratung mit Anthrax-Impfstoff. Könnten das Anzeichen dafür sein, dass die USA sich auf einen Krieg mit Biowaffen vorbereiten? Wenn Sie sich den letzten Bericht des Verteidigungsministeriums an den Kongress über die Programme für chemische und biologische Kampfstoffe ansehen, stellen Sie fest, dass das Pentagon in der Lage ist, noch heute überall auf der Welt einen biologischen Krieg mit Milzbranderregern zu beginnen. Sie haben die Ausrüstung dafür, die Truppen wurden geimpft, alles ist bereit. Inoculated and everything's ready to go.
Laut Professor Boyle, dem Autor eines Gesetzes, das es US-Bürgern verbietet, die internationale Biowaffenkonvention zu verletzen, ist die Planung für einen Anthrax-Krieg offensichtlich im vollen Gange. Sie fordern ein Computermodell, um einen weltweiten Angriff mit 5000 Biowaffen zu simulieren. In den Dokumenten wird der Begriff Angriff verwendet. Das ist offensiv. Im Februar 2008 warnt Wladimir Putin davor, dass ein neuer Durchbruch in Bio-, Nano- und Informationstechnologie zu einem neuen Wettrüsten führen könnte. In Jekaterinburg hatte ich nach der Fabrik 19 gesucht, dem geheimen Militärlabor, aus dem 1979 Milzbranderreger ausgetreten waren. Viele Beobachter vermuten, dass hinter diesen Mauern immer noch Biowaffen entwickelt werden. Ist es möglich, dass die Gegenspieler im Kalten Krieg einen neuen Biokrieg anfachen? Wenn das irgendjemand weiß, dann Ken Alibek. Alibek hatte ein großes sowjetisches Geheimprogramm zur Biowaffenforschung überwacht, bevor er 1992 zum Westen übergelaufen war. Er hatte sein Wissen über Biowaffen an das US-Militär und auch an die private Bioabwehrindustrie weitergegeben und war ein Berater von Battelle, dem CIA-Zulieferer. Im Jahr 2007 war er plötzlich in den Osten zurückgekehrt. Ich fand ihn in Kiew, beunruhigt über den schmalen Grat zwischen Bioabwehr und Angriff. Die Vereinigten Staaten geben sehr viel Geld, Milliarden von Dollar für die sogenannte Bioabwehr aus, wie sie sagen. Wir sind hier in einer sehr schwierigen Situation. Sie versuchen, einen neuen Virus zu erschaffen und andere Viren wie den der spanischen Grippe wieder zum Leben zu erwecken. Aber welche Absicht steckt dahinter? Natürlich könnte das für einige Länder so aussehen, als ob sie daran arbeiteten, neue Biowaffen zu erschaffen. Heute wird Alibek ständig von Leibwächtern begleitet. Ehemalige Kollegen von ihm, so wie Wladimir Pasechnik oder auch David Kelly, fanden einen plötzlichen Tod. Wenn diese Leute dich umbringen wollen, ist das für die gar kein Problem. Die haben ihre Profis, die sich um so etwas kümmern. Ob hier in der Ukraine, in Moskau, in Almaty oder in Washington DC, das ist egal. Wenn sie dich töten wollen, dann tun sie es. Alibeks Angst davor, umgebracht zu werden, ist kleiner als die vor einer größeren Bedrohung. Ich hoffe einfach, dass wir nicht so verrückt sind, etwas zu erschaffen, das die ganze Menschheit auslöschen könnte. Aber was ist mit dem internationalen Vertrag, der eine solche Katastrophe verhindern sollte? Ich fuhr nach Genf, wo sich die Delegierten für das jährliche Expertentreffen der Biowaffenkonvention trafen. Einige Beobachter waren sichtlich beunruhigt. Wir erleben gerade eine bedeutende wissenschaftliche und technische Revolution der Biowissenschaften. Diese Revolution kann sowohl böswilligen als auch gutwilligen Zwecken dienen. Wir müssen uns fragen, ob wir das verhindern können. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Diejenigen, die in den Biowissenschaften arbeiten, müssen Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass diese zum Wohl der Menschheit verwendet werden und nicht missbraucht werden, um Menschen, Tiere oder Pflanzen zu schaden. Obwohl die Biowaffenkonvention von 162 Nationen unterzeichnet wurde, wehren sich die USA und Russland beide heftig gegen die Einführung von Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen. Doch ohne Kontrolle und Prüfung ist die Biowaffenkonvention nicht mehr als ein Stück Papier. Die Biowaffenkonvention ist heute nichts als ein Vertrau-mir-Vertrag. Vertrau mir, dass ich nichts tue. Vertrau mir, meine militärischen, biologischen Forschungslabore dienen nur der Verteidigung, nicht im Angriff. Das lässt einen ziemlich misstrauisch werden. You must understand.
Sie müssen verstehen, dass die Menschheit an einem kritischen Punkt im Hinblick auf Biowaffentechnologie steht. Wir sind in diesem Moment in Gefahr. Wir müssen die Forschung darin, die Versuche damit und die Technologie selbst unter demokratische Kontrolle bringen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Regierung das für uns tut. Und wir können uns erst recht nicht auf die Wissenschaftler verlassen. Es liegt also an Ihnen und mir, dies zu beenden, es einzuschränken und unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir das nicht tun, könnten unsere Kinder eine biologische Katastrophe erleiden. Und das ist mein Ernst. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich das tue. Die Wahrheit ist ein mächtiges Desinfektionsmittel, das es wert ist, entdeckt und verbreitet zu werden. Die Anthrax-Anschläge werden wohl nie vollständig aufgeklärt werden. Und wir werden wohl nie wissen, welche Geheimnisse die Wissenschaftler mit in ihre Gräber genommen haben. Auf meiner langen Reise habe ich festgestellt, dass ich unbeobachtet im Dunkeln die Wissenschaft des Todes wie ein Krankheitserreger auf dem Planeten ausbreitet. Es ist Zeit für eine Desinfektion.